So, wir sind mittlerweile in der 8. Corona-Woche und ich dachte mir, nachdem wir uns jetzt da schon ewig nicht mehr gesehen haben und ihr wahrscheinlich schon vergessen habt, wer ich bin und wie ich ausschaue und ich eure meine tolle Corona-Frisur nicht vorenthalten wollte, bevor ich jetzt da wahrscheinlich morgen zum Friseur gehe, wenn ich nicht zu ewig warten muss, dachte ich mir, ich mache jetzt mal ein Video, dass wir uns, dass zumindest, dass ihr mich wieder mal seht. Ich hoffe, es ist für euch ein Erlebnis. Wir machen in dieser Woche rekursive Darstellung von Folgen. Wir kommen jetzt schon zum Ende des Folgenthemas. Also nach heute gibt es zumindest zu Folgen kein Video mehr. Die Reihen müssen wir uns noch anschauen. Das geht aber relativ schnell und dann sind wir mit dem Thema fertig und als nächstes schauen wir uns dann nächste Woche die Statistik an. So, ist einmal auch ein schönes Thema, wenn wir noch einmal die wichtigsten Zahlenfolgen wiederholen. Wir beginnen mal mit der von mir aus gesehen einfachsten Folge, und zwar mit der arithmetischen Folge. Wir haben hier eine arithmetische Folge gegeben mit dem Anfangsglied A1 ist gleich 3 und der konstanten Differenz zwischen zwei benachbarten Folgengliedern k, und diese Differenz soll 2 betragen. Mit anderen Worten, wenn ich weiß, dass das erste Folgenglied 3 ist und die Differenz dazwischen 2 ist, dann habe ich die Folge 3, 5, 7, 9, 11 und so weiter. Ja, 13, 15, Punkt, Punkt, Punkt. Wir sollten bereits, ich hoffe, jeder von euch sollte jetzt da eigentlich bereits mit dem bereits Gelernten es schaffen, eine Termdarstellung von dieser Folge anzugeben. Die Termdarstellung würde hier wie folgt lauten: an ist gleich n minus 1 mal 2 plus 3. Wir erinnern uns, das mal 2 ist das k, also der Abstand dazwischen, und das plus 3 ist das erste Folgenglied. Und das ist in dem Fall eben a1 ist gleich 3. Und das ist jetzt da quasi die, man kann es auch sagen, die explizite Darstellung von meinem Folgengesetz, von meinem Term. Und jetzt gibt es aber auch noch eine rekursive Art, dieses Gesetz darzustellen. Diejenigen, die Informatik besuchen, jetzt in der 6. Klasse beim Professor Egersberger, wissen, was eine Rekursion ist. Ob sie es können, ist wieder was anderes, weil Rekursionen können ziemlich tricky sein. Eine Rekursion ist einfach etwas, wo quasi der nächste Schritt sich durch den Schritt davor ergibt und so weiter. Und bei Folgen schaut das wie folgt aus. Man sieht ja hier eigentlich Folgendes, und zwar, dass sich das zweite Folgenglied dadurch ergibt, dass ich beim ersten Folgenglied 5 dazu addiere. Das heißt, ich sehe, ich komme zum Fünfer, indem ich beim Dreier die 2 dazu addiere. Also a2 ist a1 plus 2. Und das gleiche gilt fürs dritte Folgenglied. Ich komme zum dritten Folgenglied, was das 7er wäre, indem ich beim Fünfer die 2 dazu addiere. Also a3 ist a2 plus 2. Und das vierte Folgenglied ergibt sich, indem ich beim dritten Folgenglied beim a3 2 dazu zähle. Und so geht das immer weiter. Das heißt, allgemein könnte ich sagen, dass n plus erste Folgenglied, also das nächste Folgenglied, ergibt sich, indem ich beim aktuellen Folgenglied, also an, 2 dazu addiere. Und damit das Ganze funktioniert, muss ich aber zumindest das erste Folgenglied bekannt geben, damit ich weiß, wo das Ganze losgeht. Also mit a1 ist gleich 3. Und jetzt weiß ich, okay, a1 ist gleich 3 und a2 entsteht, indem ich beim a1er 2 dazu addiere, also 3 plus 2 ist gleich 5. Das dritte Folgenglied entsteht, indem ich beim zweiten Folgenglied 2 dazu addiere, also 5 plus 2 ist 7 und so weiter. Und das wäre jetzt die rekursive Darstellung. Und man sieht hier auch gleich Folgendes: das ist ja das k und hier wäre quasi das k und das wäre das d von meiner expliziten Darstellung und das d ist hier wie immer das erste Folgenglied. Also das ist der direkte Zusammenhang zwischen der Termdarstellung der expliziten und zwischen der rekursiven Darstellung. Das Ganze können wir jetzt auch gut in einen Satz zusammenfassen. Also wenn ich von einer arithmetischen Folge das Bildungsgesetz kenne, mit an ist n minus 1 mal k plus d, dann kann ich ganz einfach die rekursive Darstellung bilden, indem ich hinschreibe an plus 1, also das nächste Folgenglied, ist das aktuelle Folgenglied plus k mit a1 ist gleich d, also das wäre das erste Folgenglied. Und das hier nennt man die Rekursionsgleichung, weil man einfach quasi den Zusammenhang zwischen dem nächsten Folgenglied und dem aktuellen Folgenglied sieht. Und ich kann immer nur das nächste Folgenelement ausrechnen, wenn ich das aktuelle kenne. Die rekursive Darstellung, so wie es hier jetzt eben ist, hat den Vorteil, dass man, finde ich, auf den ersten Blick sieht, wie quasi man von einem Folgenglied zum nächsten kommt. Also man sieht hier sehr gut, dass die Beziehung zwischen zwei Folgengliedern dargestellt.
Der Nachteil ist bei der rekursiven Darstellung, dass ich halt nur, was weiß ich, das 500. Folgenglied ausrechnen kann, indem ich das 499. Folgenglied kenne. Das 499. Folgenglied kenne ich aber nur, wenn ich das 498. Folgenglied kenne. Das heißt, die rekursive Darstellung vom Gesetz ist halt nicht so praktisch, wenn ich das 500. Folgenglied ausrechnen möchte und nur das erste Folgenglied kenne, weil da müsste ich mich wirklich bis zum 500. durchrechnen. Bei der expliziten Darstellung hier brauche ich gar nichts wissen. Ja? Wenn ich K und D weiß, dann kann ich das 500. Folgenglied problemlos ausrechnen, weil das 500. Folgenglied wäre ja 500 minus 1 mal K plus D fertig. Ja? Also das ist wiederum der Vorteil der expliziten Darstellung. Und so ist es halt so, dass wie immer, wie das halt meistens ist, dass alle Dinge ihre Vor- und Nachteile haben. Machen wir direkt ein Beispiel. Ich habe hier eine arithmetische Folge gegeben, in dem Fall hier in der rekursiven Darstellung. An plus 1 ist An plus 7. Und das erste Folgenglied ist minus 4. Und wir sollen jetzt da die ersten vier Folgenglieder dieser Folge berechnen und dann die Termdarstellung des Bildungsgesetzes angeben. Also mit Termdarstellung ist es da die explizite Form gemeint. Die ersten vier Folgenglieder auszurechnen ist mal leicht. Ich kenne ja das erste Folgenglied bereits, das ist minus 4. Und dann steht hier oben im rekursiven Bildungsgesetz, dass ich auf das nächste Folgenglied komme, indem ich beim aktuellen Folgenglied 7 dazuzähle. Und jetzt da kann ich ohne viel zu rechnen das einfach runterschreiben, weil ich hoffe, jeder in der 6. Klasse Oberstufe ist dazu in der Lage, zu einer Zahl 7 dazuzuzählen, ohne einen Taschenrechner zu brauchen. Also dadurch ist das zweite Folgenglied A1 plus 7, also minus 4 plus 7 ist 3. Das dritte Folgenglied wäre dann das zweite Folgenglied plus 7, also 3 plus 7 ist gleich 10. Das vierte Folgenglied ist dann 10 plus 7 ist gleich 17. Und so könnte ich weitermachen. Das nächste ist dann 24, dann habe ich 31 und dann habe ich 38 und dann habe ich 45 und dann habe ich 52 und so weiter und so fort. Ja? Also ich kann mich durch die rekursive Darstellung schon relativ schnell bei so leichten Zahlen vorarbeiten, weil ich ja nicht mal großartig wo einsetzen muss, weil ich ja immer weiß, das nächste Folgenglied entsteht dadurch, dass ich 7 beim vorigen Folgenglied dazuzähle. Und jetzt soll man noch die Termdarstellung angeben. Wir wissen, die Termdarstellung allgemein ist an ist n minus 1 mal k plus d, wobei wir uns natürlich erinnern, dass n ein Element von n Stern ist, also ohne 0. Und gerade vorher hatten wir den Satz, dass eben, dass da hier die Zahl 7 das k ist und diese Zahl hier das d ist. Und damit habe ich das Gesetz schon. Ich brauche nur mal einsetzen. An ist also n minus 1 mal 7 minus 4. Und damit ist das Beispiel schon fertig. Gut, auch geometrische Folgen kann ich mir rekursiv darstellen. Hier habe ich das Anfangsglied wieder A1 ist gleich 3 gewählt und in dem Fall ist jetzt der Quotient zwischen zwei benachbarten Folgengliedern 2. Das heißt nichts anderes wie, wenn ich das Folgenglied A2 durch das Folgenglied A1 dividiere, erhalte ich 2, beziehungsweise umgekehrt, so wie man es eigentlich mal betrachten. Wenn ich von einem Folgenglied zum nächsten möchte, muss ich mit der Zahl q multiplizieren. Das heißt, 3 mal 6, 3 mal 2 ist 6, 6 mal 2 ist 12, 12 mal 2 ist 24, 24 mal 2 ist 48 und so weiter. Die Termdarstellung kennen wir schon. Allgemein haben wir ja gehabt, bn ist gleich c mal q hoch n minus 1, wobei c das erste Folgenglied ist. Also bei uns 3, das q ist 2. Also haben wir hier an ist 3 mal 2 hoch n minus 1 als explizite Darstellung. Und zur rekursiven Darstellung, die ist wieder ganz easy. Ich sehe ja, das zweite Folgenglied erreiche ich, indem ich beim ersten Folgenglied, indem ich das erste Folgenglied mit 2 multipliziere. Das dritte Folgenglied erreiche ich, indem ich das zweite Folgenglied mit 2 multipliziere. Und das vierte Folgenglied erreiche ich, indem ich das dritte Folgenglied mit 2 multipliziere. Also allgemein, ich komme zum nächsten Folgenglied, indem ich das aktuelle Folgenglied mit 2 multipliziere. Also an plus 1 ist an mal 2 mit a1 ist gleich 3. Ich muss bei einer rekursiven Darstellung immer ein Folgenglied angeben. Es muss rein theoretisch nicht das erste Folgenglied sein. Ich könnte auch das siebte Folgenglied angeben, weil ich weiß ja, das achte Folgenglied ist, indem ich das siebte Folgenglied mit 2 multipliziere. Und ich glaube, man muss jetzt da kein Genie sein. Ich kann ja auch vom siebten Folgenglied problemlos auf das sechste Folgenglied zurückrechnen, indem ich in dem Fall nicht mit 2 multipliziere, sondern das Gegenteil mache. Das heißt, wenn ich das siebte Folgenglied durch 2 dividiere, erhalte ich das vorhergehende Folgenglied. Das heißt, man könnte auch Folgendes machen. Man könnte auch schreiben, an minus 1, also das vorhergehende Folgenglied,
erreiche ich, indem ich das aktuelle Folgenglied durch Q dividiere, also durch 2 dividiere im aktuellen Beispiel. Also ich könnte ein rekursives Gesetz auch so darstellen, so macht man es für gewöhnlich nicht. Ja, für gewöhnlich sagt man, wie komme ich weiter, nicht wie komme ich zurück. Gut, dadurch kann ich wieder einen Satz bilden. Und zwar, wenn ich eine geometrische Folge habe mit dem allgemeinen Bildungsgesetz, also an ist gleich c mal q hoch n minus 1, mit cq ist ein Element das r und q darf natürlich nicht 0 sein, weil ansonsten hätte ich immer an ist gleich 0 und dann würde nichts passieren. Dann ist die rekursive Darstellung wie folgt, an plus 1 ist an mal q mit dem ersten Folgenglied ist gleich c. Und damit kann ich das problemlos darstellen und hier habe ich wieder den Teil, den ich als Rekursionsgleichung bezeichne. Machen wir wieder ein Beispiel. Ich habe eine geometrische Folge gegeben mit dem Gesetz an plus 1 ist an mal 5 und das erste Folgenglied ist 1. Was heißt das jetzt da? Das heißt nichts anderes wie, ich komme von einem Folgenglied zum nächsten Folgenglied, indem ich das aktuelle mit 5 multipliziere und starten muss ich mit 1. Das kann man sich jetzt im Kopf schon denken. Ich starte mit 1 und ich muss mal 5 rechnen. Also 1 mal 5 ist 5. Das zweite Folgenglied ist also 5. Und genauso läuft das Ganze ab. Und den Rest ist jetzt, kann man im Kopf gut weiterrechnen. Dritte Folgenglied ist 5 mal 5, ist 25. Das vierte Folgenglied ist 25 mal 5, ist 125. Und so weiter. Und jetzt soll man noch die Termdarstellung angeben. Jetzt haben wir gerade vorher den Satz gehabt. Das ist das Q, das ist das C. Das allgemeine Gesetz ist an ist c mal q hoch n minus 1. Jetzt brauche ich nur mal die Zahlen einsetzen. Also an ist 1 mal 5 hoch n minus 1. Natürlich könnte ich mir in der Form den 1 ersparen beim Anschreiben, weil der ja nichts ändert am Ergebnis. So, und ein bisschen trickier wird es jetzt da, wenn ich andere Zahlenfolgen habe, also keine geometrische, keine arithmetische, weil ich hier dann die rekursive Darstellung finden zu können, beziehungsweise umgekehrt, muss ich mir das immer extra anschauen. Weil da gibt es jetzt da kein vorgefertigtes Gesetz, aber es gibt zumindest eine vorgefertigte Art, das zu rechnen. Wie gehe ich das an? Ich ermittle zuerst einmal das erste Folgenglied, weil wir vorher gesehen haben, wenn ich eine rekursive Gleichung angebe, dann brauche ich zumindest ein Folgenglied, das bekannt ist. Und meistens nimmt man ja das erste Folgenglied. Da brauche ich jetzt nur einsetzen ins Gesetz. x1. Ich habe jetzt die Folge x genannt, ich könnte sie auch, was weiß ich, wieder an nennen oder so. Das ist ja vollkommen wurscht. Also das erste Folgenglied, der Folgenglied x, erreiche ich, indem ich 1 Quadrat plus 1 rechne, weil ich hier oben ja dieses Gesetz habe, n Quadrat plus n. Also 1 Quadrat plus 1, das n ist gleich 1, eingesetzt, erhalte ich 2. Und dann rechne ich mir aus, wie ich das x, also das n plus erste Folgenglied rausbekomme, weil so schaut ja mein Folgengesetz immer aus. xn plus 1 ist gleich und dann irgendwas, was mit xn passiert. Das mache ich jetzt einfach. xn plus 1 ist gleich und ich setze jetzt n plus 1 einfach hier oben im Folgengesetz ein. Das heißt, ich habe n plus 1, Achtung, ich muss das klammern, gell? Das ist ganz wichtig, weil ich hier ein Binom habe. Da hier müsste ich eigentlich nicht klammern, weil es ist ein Plus vor der Klammer. Empfehle euch das trotzdem zu klammern und beim Plus löse ich die Klammer einfach auf. Hier ganz wichtig, binomische Formel, also aus n plus 1 wird n Quadrat plus 2n plus 1 plus n plus 1, ich kann die Klammer einfach weglassen. So, und der Trick ist jetzt immer der gleiche. Ich muss jetzt da diesen entstehenden Term abgleichen mit dem Folgengesetz. Und ich sehe hier Folgendes, ich habe hier oben ja n Quadrat plus n und der Ausdruck kommt hier unten auch vor. Und zwar hier n Quadrat plus n, es steht halt nicht nebeneinander, sondern mit ein bisschen Abstand dazwischen. Aber ist ja wurscht, ich kann ja beim Plus und beim Minus die Reihenfolge hier anordnen, wie ich möchte. Und erhalte dadurch n Quadrat plus n plus 2n plus 2. Ich habe es einfach umsortiert. Und der Teil hier ist ja nichts anderes wie das xn, weil das ist ja n Quadrat plus n. Und jetzt kann ich jetzt schreiben einfach statt n Quadrat plus n xn plus 2n plus 2. Und damit ist das rekursive Bildungsgesetz fertig. Und zwar lautet das, ich komme zum nächsten Element, indem ich beim vorhergehenden Wert, also xn, 2n plus 2 dazu addiere. Und das erste Folgenglied lautet 2. Und damit habe ich meine rekursive Darstellung der Folge gebildet. Schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an. Ich habe die Folge in der Termdarstellung 3n² minus 1.
Ich rechne mir wieder das erste Folgenglied aus, indem ich 1 einsetze für n. Also 3 mal 1 Quadrat minus 1 ist 3 mal 1 ist 3 und minus 1 ist 2. Und jetzt versuche ich mir wieder ein Gesetz für das xn plus erste Folgenglied auszurechnen. Also xn plus 1 ist gleich 3 mal, wieder in Klammer setzen, bitte ganz wichtig, weil sich das Quadrat ja auf den ganzen Ausdruck bezieht. Also n plus 1 in Klammer zum Quadrat minus 1 ist gleich 3 mal, jetzt die binomische Formel wieder ausrechnen, n Quadrat plus 2n plus 1 minus 1, dann mit 3 ausmultiplizieren. Und was ich jetzt hier gleich wieder sehe, ist folgendes. Hier oben habe ich das Gesetz 3n Quadrat minus 1 und der Ausdruck kommt hier schon wieder vor. Mein Tipp ist, nachdem ich die Klammer ausmultipliziert habe, was ich in dem Schritt gemacht habe hier, nicht gleich zusammenfassen, sondern gleich mal schauen, wo finde ich denn eine Übereinstimmung mit dem gegebenen Gesetz hier oben. Weil hätte ich hier an der Stelle zuerst 3 und minus 1 zusammengefasst, dann würde hier stehen 3n² plus 6n plus 2. Dann würde man nicht auf den ersten Blick sehen, wo die Gemeinsamkeit mit dem gegebenen Gesetz ist. Daher zuerst schauen und danach, wenn es noch möglich ist, was zusammenfassen. So, jetzt habe ich es umsortiert auf 3n² minus 1 plus 6n plus 3. Ich sehe, das ist mein xn. Also kann ich das anschreiben als xn plus 6n plus 3. Und damit ist mein rekursives Bildungsgesetz wieder fertig. Daher lautet die Darstellung, xn plus 1 ist xn plus 6n plus 3 mit x1 ist gleich 2. Fertig. Gut, das war schon der ganze Input zur rekursiven Darstellung. Ihr habt zwei Übungsaufgaben. Bei der ersten Übungsaufgabe sind 4 Folgenglieder gegeben. Ist das rekursive Bildungsgesetz gegeben und ihr sollt die ersten 4 Folgenglieder angeben und die Termdarstellung angeben. Aufpassen, ich habe da bunt gemischt, geometrische Folgen und arithmetische Folgen. In der zweiten Übungsaufgabe muss man aus einer Termdarstellung eine rekursive Darstellung machen. Und da kann es auch wieder sein, dass es eher eine arithmetische ist oder eine geometrische, dann geht es natürlich schneller. Oder es ist keine, es ist eine allgemeine Zahlenfolge, dann muss man halt schauen. Ihr müsst das jetzt nicht auf dem Screen abschreiben, also vom Video abschreiben, sondern ich habe ein PDF mit den Übungsaufgaben eh schon hochgeladen auf Moodle und die Lösungen findet ihr dort auch mit natürlich Rechenweg. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Video, das sich mit Reihen beschäftigt. Ciao, ciao.